Sinnlose Dialoge in einer Bar, die Sinnlosigkeit von Zusammenhängen in bestimmten Situationen und ein Telefongespräch mit furchtbarem Ergebnis. Eine einfache Vorortbar, ausgeblichene Resopalmöbel, das Blech der Theke könnte etwas Aufpolieren gebrauchen, halbleere Regale, eine auseinandergenommene Kaffeemaschine, Staub. Kachelbilder mit Landschaften. Überbleibsel der interessanten Epoche der portugiesischen Vorherrschaft in Cafés und Bäckereien. Das waren die Bars, die es vor der Einrichtung der Weltimbissstuben gab, die für die Einführung von Fastfood von den Multis betrieben wurden. Effiziente Sauberkeit, schnelle Bedienung. Als wir jung waren, nannten wir die Imbissstuben Tritt in den Hintern. Hinein, essen und raus. Die Weltimbissstuben verbreiteten sich über die Wohnviertel der höheren und mittleren Mittelschicht an lukrativen Standorten. Ihre Besucher verachteten die volkstümlichen Vororte, wo die alten schäbigen Resopalbars immer noch unter prekären Zuständen existierten. Diese Bars überlebten, nur Gott weiß wie. Sie kämpften gegen den von den Weltimbissstuben angebotenen Service frei raus an. Oder gegen die Agenturen, die Einkäufe ihrer Kunden erledigten. Dieses Geschäft florierte, seit sich die große Furcht, auf die Straße zu gehen, verbreitet hatte. Ein Zyklus, der uns alle belastete. Wir lebten wie im Gefängnis. Wer wagte es noch, sich im Fenster zu zeigen oder den Fuß vor die Tür zu setzen? Gitter, Fernsehkamera, Überwachung, Schlösser, Wächter, Alarmsysteme. Relative Sicherheit zu Hause. Und außerhalb? Die Leute erschienen nicht mehr am Arbeitsplatz. Die Produktion begann zu sinken. Das System bemerkte das, machte sich Sorgen. Entweder man errichtete ein Sicherheitssystem oder eine Katastrophe wäre unvermeidbar. Es war anders als in der großen Krise, die Ende der offenen 80er ausbrach, als das Volk nicht mehr so viel verbrauchte. Das bedeutete den Ruin für den Handel, Rezession in der Industrie, eine Welle von Entlassungen folgte. Die ökonomische Kasuistik vollbrachte Wunder. Man schuf die berüchtigten Kaufverpflichtungen, die KV. Jeder Einzelne war verpflichtet, eine monatliche Konsumquote einzuhalten. Die Quote variierte je nach der Einstufung, die das Finanzministerium nach der Gehaltsstufe der Steuerpflichtigen vornahm. Man setzte eine Mindestgrenze fest. Ob wir wollten oder nicht, wir mussten mit der KV zurechtkommen. Ohne sie, abgestempelt und angeglichen je nach nationalem Preisindex, lohnte das Leben erst recht nicht. Wir konnten weder verreisen noch den Arbeitsplatz und das Bankkonto halten, noch die Wasserzuteilung und den weiteren Aufenthalt der Kinder in den Schulen garantieren. Fahrräder wurden nicht zugelassen. Wir konnten die Berechtigungsscheine für den Erwerb von Alkoholtreibstoff nicht abholen. So kam es, dass die KV den Handel retteten und der Industrie wieder zum Aufschwung verhalfen. Damals gab ich es endgültig auf, die Wirtschaft begreifen zu wollen. Ein Phänomen, das mit der Zeit nur noch eine kleine, isolierte Gruppe verstehen konnte. Aus den Schubladen des Systems tauchten zeitweise Organisationen wie »Du weißt es nicht, aber ich bin Polizist und überwache dich die ganze Zeit, sei auf der Hut und neben mir ist ein Typ, der ebenfalls Polizist sein kann, der mich ausspioniert und wir kommen alle in die Isolation.« Man erfand die von Natur aus misstrauischen Agenten. Es kamen Inspekteure auf, die befugt waren, Leute einfach einzusperren oder zu töten. Die offizielle Intensivpropaganda trug dazu bei, ein Klima der Unsicherheit zu schaffen. Wenn du ein Outcast bist, sei auf der Hut, jeden Augenblick kannst du verschwinden. Heute verläuft unser Leben sogar ganz angenehm, wenn man bedenkt, was wir schon hinter uns haben. Wie wir uns gerettet, diese ganze Zeit durchgestanden haben. Das ist eine andere Frage, die ich nicht beantworten möchte. Wir haben sie durchgestanden. Manchmal ist es leichter, als man denkt. Furcht ist die Frucht der Fantasie. Die Glasbehälter auf der Theke sind leer und verstaubt.
die langen Neonröhren erloschen. Nur einige schläfrige Kunden mit von übergeneigten Köpfen vor ihren Gläsern mit Zuckerrohrschnaps. Denke ja nicht, es sei Zuckerrohrschnaps, nein, pur, aber künstlich. Der gleiche Geschmack, aber er kratzt in der Kehle und hinterlässt keinen Geruch. Drei Kellner zu viel für solch eine Spelunke. Wenn der Besitzer jedoch eine Lizenz erhalten möchte, muss er für eine bestimmte Anzahl von Angestellten einen Arbeitsplatz garantieren. Die Löhne müssen gleich null sein. Sie warten auf Trinkgelder, essen hier und nehmen Reste mit. Dreckig, klebrig, verschwitzt, stinkend, mich vor mir selbst ekelnd, lehne ich an der Theke. Der Kellner kommt angeschlurft. Er niest viel, hat eine rote Nase, sein Auge trieft. Eine bedauernswerte Gestalt. Ha, aber er muss mich auch für einen Lumpen halten. Auf einer Wertpapierbörse stünden unsere Aktien auf Null. Haben Sie ein Telefonbuch? Sie wollen nur ein Telefonbuch? Leihen Sie mir das Telefonbuch, später reden wir. Das muss aber eine gute Unterhaltung werden, eine anständige. Zweimal Tadeo Pereira. Soll ich eine Marke für jeden ausgeben? Ich prüfe die Adressen. Der erste wohnt in der Nordzone, ein Viertel für die kleinen Leute. Der zweite im Sektor der privilegierten Angestellten neben den ausgetrockneten Waldseen. Es muss die andere sein. Und wenn sie es nicht ist? Hallo, ist dort Tadeo Pereira? Ja. Die Stimme einer Frau am anderen Ende. Tadeo Pereira, der Fahrstuhlführer? Ja. Die Stimme klingt reserviert. Ist er zu Hause? Nein. Die Stimme klingt schmerzvoll. Ist er ausgegangen? Ja. Kommt er wieder? Nein. Wieso kommt er nicht wieder? Ist er umgezogen? Nein. Gestorben. Gestorben? Wie gestorben? Tadeo hat sich gestern das Leben genommen. Er hat sich das Leben genommen? Dann war es nicht mein Freund. Es war ein anderer, nicht wahr? Weiß ich nicht. Tadeo wird heute eingeäschert. Wo? Wissen Sie vielleicht, was Sie mit Ihnen machen, wenn wir Ihnen die Leichen übergeben?